BMW zeigt auf dem Pariser Autosalon die Studie des X2. Diese reiht sich in die Linie von Geländecoupés, die bei den Münchnern vor Jahren mit dem X6 begonnen hatte, ein. Inzwischen hat das Segment einige Nachahmer auf den Plan gerufen. Aber BMW scheint noch immer den Ton anzugeben. Der X2 wird an die Seite der großen Coupé-Brüder X4 und X6 gestellt und wildert im Territorium des Range Rover Evoque. Auffallend sind vor allem die stark abfallende Dachlinie und die steil ansteigende Schulterpartie. Gemeinsam erzeugen sie eine deutlich dynamischere Seitenlinie als beim X1. Außerdem soll so genügend Kopffreiheit im Fond entstehen. Die Heckscheibe des X2 steht dabei äußerst schräg. Wann der X2 auf den Markt kommt, ist noch nicht klar. Dass er kommt, ist in Expertenkreisen aber so gut wie sicher.